oder? Ich habe das nicht eingesehen, dass ich jetzt auf einmal Straftäter sein soll, ja, bloß weil ich Hanf mal probiert habe, anstatt zu saufen, ist er erwischt worden mit auch 1, irgendwas Gramm. Und hat dann in Berlin seinen Job im Jugendbereich verloren. So, dass ein Haufen Leute jetzt legal Cannabis beziehen als Patienten. Mhm. Meine Schätzung ist, dass wir bei über 100.000 mittlerweile sind, Leute, die das legal kriegen. Und vor der Gesetzänderung waren 1.000. Ja? 100.000 statt 1.000, ich meine, das ist schon ein Riesending eigentlich. Moin Leute, willkommen zu einer weiteren Ausgabe, einer Spezialausgabe von Wido TV. Neue Friese, neues Glück. Ich sitze hier in einem fahrenden Whirlpool und bin gerade auf dem Weg zu Georg Wurth, dem Chef des Deutschen Hanfverbandes. Ich wünsche euch viel Spaß beim ersten Teil des Videos. Ich sage nur, volle Kraft voraus, Männer! Das ist Ulf. Yeah, das ist Ulf. Hallo Georg, schön, dass du dir die Zeit nimmst, um mit mir über das Thema Legalisierung von Cannabis zu reden. Ja, hier gerne. Und eine Runde planschen gehst, ja? Auch nicht alltäglich. Ja, super. Ich glaube, da gibt es schlimmere Locations. Ja? Auf jeden Fall. Als erste Frage, eine persönliche Frage, wie stehst du persönlich zum Thema Cannabis? Ja Gott, wie stehe ich dazu? Also ich, sagen wir mal so, ich bin nicht jemand, der sagt, Cannabis rettet die Welt und wenn alle kiffen, ist Frieden und so. Ja. Ich sehe schon auch, dass Cannabis kein Brokkoli ist. Ja, es gibt Leute, die damit nicht klarkommen irgendwie. Mir geht es nicht darum, Werbung zu machen als Hanfverband für Hanf, von wegen, ja, kifft halt alle so viel wie möglich. Ne? Sondern es geht mir rein um die Frage, ist das im Moment ein sinnvoller rechtlicher Umgang damit, wie wir was machen oder geht das vielleicht schlauer? Darum geht es. Ich sehe das Ganze quasi als Bürgerrechtsthema und den Hanfverband als Bürgerrechtsbewegung irgendwie. Wie bist du darauf gekommen, dich mit dem Thema zu beschäftigen? Wann hast du deinen ersten Joint geraucht? Gab es irgendwie so ein Aha-Erlebnis oder einen Aha-Effekt? Also der erste Konsum war kein Joint tatsächlich, sondern oral und war recht spät. Also da war ich schon deutlich über 20. Totale Überdosierung, ja. Das war jetzt nicht der Punkt, dass ich da sofort geflasht war und dachte, wow, das ist das Geilste der Welt und da muss ich mich jetzt mein Leben lang mit beschäftigen. Ja. Sondern das hat sich eher so schleichend ergeben und auch insgesamt über Drogenpolitik. Mhm. Also ich habe erst alle möglichen anderen politischen Themen bearbeitet. Ich war ja mal Berufskommunalpolitiker in Remscheid. Ja. Und habe da alle möglichen kommunalpolitischen Themen abgearbeitet, von Baustraße, Stromversorgung, Müllentsorgung, Kanäle, alles Mögliche. Ne? Und auch bundespolitische Themen. Ich war auch mal Bundestagsdirektkandidat zum Beispiel für Remscheid-Solingen 98. Für die Grünen? Genau, im Bundesvorstand der Grünen Jugend war ich mal ein Jahr als Schatzmeister. Ja, von daher schon eher breit aufgestellte politische Bildung sozusagen und dann zunehmend spezialisiert auf Drogenpolitik, weil ich das einfach ein spannendes Thema finde. So jetzt nicht unbedingt jetzt nur wegen meinem eigenen Konsum, den ich da halt mal probiert habe, so spielt da auch eine Rolle. Ich habe das nicht eingesehen, dass ich jetzt auf einmal Straftäter sein soll, ja, bloß weil ich Hanf mal probiert habe, anstatt zu saufen. Aber es ist auch sonst ein spannendes Thema, weil das eben so sinnlos ist ja diese Repression und diese Prohibition und so und nur Schaden anrichtet und nichts bringt. Ja, also das schreit danach, dass man das ändert einfach. Ne? Und ja, ist ein dankbares Thema im Sinne von, man kann relativ schnell, jedenfalls damals, viel Einfluss gewinnen darauf, weil es nicht so furchtbar viele Akteure gab. Ja. Da kannte man alle Aktiven im Prinzip in Rucki-Zucki in einem Jahr oder so, hat man sie alle mal gesehen gehabt. Und jetzt ist das halt riesig geworden. Ne? Und das ist auch gut so. Ne? Das spricht dafür, dass wir bald fertig werden. Ja, hoffen wir es. Aber es war nie so, dass du gesagt hast, ich habe von Tag 1 an immer gekifft und der Rest hat mich nicht interessiert, sondern es war so, dass dich für diese ganze Drogen- und Suchtpolitik einfach interessiert. Genau. Und bist dann auf dieses Thema im Frühjahr gekommen. Ja. Nee, das lässt sich auch gar nicht isoliert betrachten, finde ich. Weil das ist ja nicht jetzt isoliert nur Cannabis verboten, sondern das ist halt in eine weltweite Prohibitionsbewegung reingerutscht. Ja. Ne? Da ging es ja erst um Heroin und Kokain und alles Mögliche. Und dann haben die gesagt, ja gut, komm, stecken wir Hanf auch noch mit in die Schublade. Ja. Das kann man gar nicht isoliert betrachten eigentlich. Ja, das stimmt. Du bist alleinerziehender Vater von mehreren Kindern. Wird man damals schief angeschaut in der Kita, im Kindergarten. Das ist doch der Hanfvater oder ist das immer relativ gut im Umgang gewesen? Hier in Berlin habe ich damit nie irgendwelche Probleme gehabt. Remscheid war noch in den 90ern. Ich habe mich ja immer selbst angezeigt, 96. Da war ich noch Parteisprecher der Grünen. Ja. Da habe ich schon mal auch ein Feedback gekriegt. Mich hat zum Beispiel mal ein Staatsanwalt oder ein Richter aus Remscheid in der Post angequatscht. So habe ich gerade irgendwelche Briefe abgegeben. Ja, mit der Aktion können Sie keinen Blumentopf gewinnen. Ne? So. Ja.
Aber auch selbst da schon überwiegend positives Feedback, ne? Auch von Richtungen, wo man das nicht erwartet hätte, von irgendwelchen Behördenleuten oder so, was bei sich Finanzamtsprüfungen, die am Ende dann sagen, ja, hier, viel Erfolg noch mit ihrem Projekt und so. Krass. Also erstaunlich positives Feedback immer gehabt und hier in Berlin habe ich noch nie irgendwas jetzt irgendwelchen Ärger gehabt oder so. Ja. Ich mache ja auch nichts Verbotenes, ne? Ich sage nur meine Meinung nicht, und dann ist ja eben, das sollte jedem klar sein, ja, man darf sich für Legalisierung aussprechen. Es geht ja nicht um Konsum irgendwie. Das ist eine politische Meinung, richtig. Absolut. Du bist seit 2002 beim DHV. Politisch gesehen hat sich ja seitdem eher wenig verändert in Deutschland. Abgesehen von Cannabis als Medizin, ja. Abgesehen davon, aber frei zugänglich. Hast du schon mal das Gefühl gehabt, immer wieder gegen eine Wand zu laufen? Dass du sagst, es tut sich nicht viel. Da könnte schon mal mehr gehen, wenn man sich andere Länder anschaut. Portugal hat ja dann, glaube ich, kurz vor der oder nach 2000 es entkriminalisiert. In Holland dann auch eben mit den Coffeeshops, Dispensaries in Staaten. War das für dich so, warum nicht wir? Was ist jetzt endlich? Also man muss schon sehr geduldig sein für den Job, sag ich mal. Ja, wenn man jetzt so ein unruhiger Mensch ist und sagt, ich will jetzt sofort Ergebnisse sehen, ja, dann muss man sich mit was anderem beschäftigen. Ja. Das ist schon klar. Das war aber auch von Anfang an klar, weil ich meine, Ende der 90er waren die Grünen die einzige Partei für Legalisierung im Bundestag mit 7,4% damals, 98, glaube ich. Klar, dass das dann nicht reicht. Ja. Und da haben wir auch in der Bevölkerung viel weniger Zustimmung. Und ja, ich mag halt so episch lange Sachen, ne? So Bücher oder Spiele, ne, so zockereimäßig, das darf ruhig lange dauern und strategisch sein und so. Und das passt da ganz gut zu. Ne? Und ich sehe halt schon die Fortschritte auf die lange Sicht, ne, über bald 25 Jahre, die ich seit mache. Ja, 25 kann ich sagen. Ein Vierteljahrhundert. Klingt schöner. Ja, man wird alt drüber, aber okay. Jedenfalls, da eben sehe ich schon die Zustimmung in der Bevölkerung massiv steigen. Ne? Und jetzt würde ich schon sagen, wir bald hammert. Ne? Das ist schon, wir nähern uns dem Kipppunkt sozusagen. Und vielleicht ist es diese Bundestagswahl, ja, dass endlich zumindest mal doch erheblich einen Schritt vorwärts geht und nicht immer nur dieses Klein-Klein, was wir bis jetzt gesehen haben in Bundesländern, ne? 10 Gramm auf 6 Gramm und 6 Gramm auf 10 Gramm hin und her. Ja, das interessiert eigentlich keinen, sondern da wirklich mal was Substanzielles passiert. Also haben wir gute Chancen jetzt, würde ich sagen. Ja, das stimmt. Wie kamst du eigentlich dazu, den DHV zu gründen? Also wie kam das damals? Also genau genommen habe ich den gar nicht selbst gegründet, sondern das waren die Kollegen vom Hanfjournal damals, beziehungsweise die Agentur, die da hatten. Die haben dann einfach gesagt, so zack, wir machen jetzt mal einen Branchenverband, ist notwendig. Ne? Die hatten auch meistens Erfahrung mit Politik, auch, die kamen auch von der grünen Jugend. Ja? Drogenpolitik hat sich damals nur bei den Jugend abgespielt, im Prinzip, was anderes gab es eigentlich gar nicht. und die haben dann eben die Zeitung gegründet und dann eben auch gesagt, so komm, jetzt Lobby. Damals war eben diese Szene so auf den Hanfmessen, Cannabis-Business in Castrop-Rauxel damals immer noch. Und da hat sich dann halt, haben sich ein paar Händler zusammengefunden und Rohr zum Beispiel ganz früh dabei gewesen, ne? So ein paar alte Recken, die da auch immer noch dabei sind. Ja. Und die haben im Prinzip den Kern gebildet. Und die Jungs vom Hanfjournal sind auch damals auf die Idee gekommen, das eben als Unternehmen, einfach als Abteilung zu nehmen, von ihrer Firma zu machen und nicht als e.V. oder so. Ne? Keine großartige Satzungsdiskussion, erstmal ein halbes Jahr, ne? Ein Riesentheater. Wir haben einfach losgelegt. So. Und dann haben sie mich geholt als Geschäftsführer. Ich habe mich dann beteiligt an dem Laden und dann 2004 den Hanfverband da rausgelöst, ne, war dann also nicht mehr im Hanfjournal beteiligt und dafür die auch nicht mehr im Hanfverband. Ich habe dann eben erstmal dieses Firmenkonzept beibehalten, weil ich gemerkt habe, wie effektiv das ist, ne, im Vergleich zu dem, was ich vorher an Parteiarbeit gesehen habe und an Arbeit in Vereinen und so weiter. Ne, und ich glaube, das ist auch Teil der Erfolgsgeschichte. Anhaltend auf jeden Fall. Wie verbreitet ist Cannabis in deinem Freundeskreis? Hast du viele Kifferfreunde oder ist das, was du sagst, eigentlich gar nicht? Geht. Also es ist ja nicht so, dass ich nur mit Kiffern zu tun hätte oder so. Ich meine, im Moment habe ich sowieso, ne, Corona und so, da trifft man eh nicht viele Leute. Ja. Aber das ist schon querbeet gemischt. Da sind solche und solche Leute dabei. Und ich glaube, das würde mich auch nerven, wenn ich jetzt nur mit Hardcore-Kiffern zu tun hätte oder so, ne, und die so irgendwelche anderen Perspektiven gar nicht mehr sehen würde, fände ich ein bisschen schmal, sag ich mal. Ja. Wird man von dir dann heroisiert, von den ganzen Kiffern? Also bist du dann der Held in der Clique, weil du den DHV leitest? Nee, in der Clique nicht. Nee, das würde ich nicht sagen. Also ich meine, viele kennen mich auch schon ewig, ne, irgendwie. Aber klar, Leute, die jetzt irgendwie seit Jahren irgendwie DHV-News immer gucken, ne, diese Nacht hat einer total irgendwie gejubelt, weil ich einen Kommentar von ihm auf YouTube beantwortet habe oder so. Ne? Überhaupt, was für eine Ehre. Georg Furt hat mir geantwortet. Ja. Das ist schon ein bisschen komisch manchmal so. Ne? Ja, das ja, ist, ja.
Ja gut, aber es gehört halt dazu. Wenn das irgendwie dazu beiträgt, dass wir bald legalisiert kriegen, dann soll mir das recht sein. Ja. Du machst es ja auch nicht erst seit gestern. Das ist ja schon ein bisschen länger, das ganze Konzept. Deswegen auch YouTube. Ja. Ja, YouTube haben wir also in dem Ausmaß erst nach der Millionärswahl angefangen, 2014. Ne? Vorher hatten wir dafür die Kapazitäten nicht. Ja. Gewünscht habe ich mir das Format schon lange. Ne? Und das war dann der Punkt, wo wir was machen konnten. Ja. Und das hat natürlich, also beides, sowohl Millionärswahl als auch jetzt die DRV News, haben wir natürlich drastisch beigetragen eben zu unserem, zu unserer Reichweite. Aber auch die anderen Kanäle. Ne? Also Facebook ganz vorne weg erstmal. Ja. Jetzt auch noch Insta und Twitter und so. Da sind wir wirklich gut aufgestellt. Ja, absolut. Die Kurve zeigt nach oben. Ja. Was? Gerade wenn man jetzt nochmal zurück in die 90er guckt. Ja, da, ja, da noch, sowieso. Da gab es gar kein Internet. Ja, nee. Bei den Grünen haben wir noch beim Kreisverband am Kopierer gestanden und für 120 Mitglieder auf Papier da irgendwas Zettel geschrieben, Briefe, ne, verteilt. Und kommuniziert mit Leuten haben wir per Fax, ne, oder per Telefon, ja, immer nur einer. Ne, und dann kamen E-Mail-Listen auf, da ging es ja schon los. Dann irgendwie so, wow, ne, und jetzt haben wir hunderttausende Follower, die wir irgendwie auch zum Teil aktivieren können und so. Ja. Das ist ja ein ganz anderer Film. Ja, absolut, das stimmt. Was ist die schockierendste Geschichte, die du kennst von jemandem, der Cannabis konsumiert? Der draußen mal irgendwie erwischt wurde oder schlecht behandelt wurde, weil er mal draußen einen Joint geraucht hat? Oh, da gibt es so viele Storys. Die schlimmste. Naja, Leute, die wegen winziger Krümel in den Knast gehen, ne, weil sie irgendwie ihre Strafe nicht bezahlen wollen, sagen tatsächlich nicht ein, ne, und dann tatsächlich im Knast landen dafür. Ja. Wo man auch denkt, so was, wegen 1,1 Gramm oder so. Ne, das verstehe ich schon, dass die das nicht einsehen wollen da. Ja, oder Leute, die ihren Job verlieren, ne? Deswegen, wenn sie mal irgendwo, ich hatte mal einen Interviewpartner, da gibt es auch ein Video von, der hat im Urlaub auf der Parkbank in Thüringen irgendwo eine Tüte geraucht, ist da erwischt worden mit auch 1, irgendwas Gramm und hat dann in Berlin seinen Job im Jugendbereich verloren, ne? Als Betreuer da irgendwie, obwohl im Urlaub war, ja, ganz woanders so, also was soll der Scheiß, ne? Das ist schon drastische Auswirkungen dann von ein bisschen Kiffen, so. Das muss einfach nicht sein. Aus deiner Erfahrung heraus, war das früher schlimmer? Hat sich das ein bisschen gebessert? So? Nee, überhaupt nicht. Gar nicht? Ich überhaupt nicht sagen. Also da haben ja die Skeptiker recht, die sagen, ist nichts passiert, ist ja noch untertrieben. Das ist ja immer schlimmer geworden. Wenn du die Zahlen anguckst mit den Verfolgungszahlen, ja, also polizeiliche Kriminalstatistik, das ist, geht immer weiter hoch. Der Konsumentenanteil ist riesig. Ja. Ich glaube, wir sind bei 83% aller Cannabis-Verfahren sind konsumbezogene Delikte. Ja. Obwohl die immer sagen, ja, wir, die Konsumenten sind ja entkriminalisiert, wir jagen nur die Dealer. Ja, Blödsinn, 83% sind Strafverfahren, also Strafverfahren, ja. Selbst die sagen dann, ja, wird doch eh eingestellt. Ja. Na gut, mag vielleicht in zwei Drittel der Fälle so sein, ja, weiß keiner so genau. Das, die Statistik machen sie ja extra nicht, um das rauszufinden. Aber der Rest wird, die einen werden bestraft dann trotzdem, ein Drittel, ne? Und die anderen haben halt ein Strafverfahren. Strafverfahren ist nicht irgendwas, das ist nicht wie ein Packticket, was man bezahlt, ne? Sondern man hat das jahrelang im Polizeicomputer drinstehen, bei der nächsten Verkehrskontrolle, wo die mal einen Ausweis angucken, oh, BTM-Straftäter. Ne? So, Straftäter, was dahinter steckt, wissen die ja nicht. Die haben einfach nur einen BTM-Eintrag da und dann nehmen die Karre auseinander und du musst da pinkeln irgendwie in der Öffentlichkeit und so. Jedenfalls tun die so, als wenn man das müsste. Ja. Also, das ist schon schlimmer geworden, würde ich sagen. Okay. Und ich glaube auch, dass Deutschland im europäischen Vergleich insgesamt mit der repressivste Staat ist. Wenn man alles zusammen sich anguckt, also dieser massive Verfolgungsdruck an sich, teilweise auch erkennungsdienstliche Behandlung wegen ein paar Gramm bei Konsumenten, ja, Fotos, Fingerabdrücke, Verbrecherkartei, sind die verrückt, ja, denkt man, ja, so. Oder das ganze Theater um die Samen, na, das ist in vielen europäischen Ländern vollkommen legal da, die Hanfsamen zu kaufen. Ist bei uns auch, kriegst auch ein Strafverfahren an Hals. Also das sind so einige. Oder und die Führerscheinregelung ist auch extrem hart in Deutschland. Also das, wir sind da super repressiv unterwegs und das ist den meisten gar nicht so bewusst. Ja, das stimmt, absolut. Es gibt viele Leidtragende, wo sie nur konsumieren möchten. Du hast voll angesprochen, du machst den ganzen Job ja schon seit einem Vierteljahrhundert. Was motiviert dich immer weiterzumachen? Bleibst du Chef vom DHV, bis wirklich legalisiert wird? Oder machst du das aus dem Gefühl raus? Das ist im Moment so mein Plan, ja. Ich habe nicht vor, vorher aufzuhören. Ich meine, wer weiß jetzt nie, was passiert. Ne? Ich kann auch krank werden oder irgendwas. Ja. Irgendwann muss ich vielleicht auch noch mal was für meine Rente tun. Aber ich hoffe, dass es schnell vorbei ist, ne? Damit ich da noch ein bisschen dran arbeiten kann irgendwie. Weil das ist jetzt nicht wahnsinnig viel, was ich da verdiene oder so. Macht mir das Spaß. Ich will was machen, was sinnvoll ist. Und das habe ich da gefunden. Und was natürlich auch Motivation ist, dass ich auch grundsätzlich ein Optimist bin. Ich glaube, ich werde die Legalisierung noch erleben. Das habe ich gesagt, als ich angefangen habe damit vor 20 Jahren. Und da glaube ich immer noch, ja, auch wenn 20 Jahre vergangen sind seitdem. Ja.
Aber ich sehe halt die Fortschritte und ich denke, es wird nicht nochmal so lange dauern. Und das motiviert natürlich auch, ne? Irgendwann das Ziel vor Augen zu haben. Ja. Gab es für dich ein Jahr, wo du gesagt hast, in dem Jahr hat sich am meisten getan Richtung Legalisierung? Also war da ein Jahr dabei, wo du gesagt hast, geil? Ja, Medizingesetz, ganz klar. Ne? Ich meine, das war schon ein Riesending irgendwie. Auch wenn jetzt natürlich viele Patienten, die eben nicht versorgt werden, berechtigterweise sich beschweren. Ja? Und wir legen ja auch mal von Anfang an, haben wir immer Finger in die Wunde gelegt, von wegen tierisch hohe Preise, ja, und diese schwachsinnigen Anbaubedingungen viel zu überzogen, ja, viel zu hoher Apothekenaufschlag, dann die Ärzte, die nicht verschreiben wollen und einfach keinen Bock haben auf das Thema, ne, aus verschiedenen Gründen, die Versorgungsengpässe und so. Ja, und auch Thema Eigenanbau für Patienten, ja, warum dürfen die nicht selbst anbauen, dürfen die in Nordamerika auch. Ja, cool. Naja, aber trotzdem ist es ja so, dass ein Haufen Leute jetzt legal Cannabis beziehen als Patienten. Mhm. Meine Schätzung ist, dass wir bei über 100.000 mittlerweile sind, Leute, die das legal kriegen. Und vor der Gesetzänderung waren 1.000. Ja? 100.000 statt 1.000, ich meine, das ist schon ein Riesending eigentlich. Auch wenn das viele selbst bezahlen müssen und Probleme haben. Ja. Und das verändert die Sicht auf die Dinge. Und wie viele Presseartikel sind seitdem über das Thema erschienen, ne? Über schwerkranke Leute, denen das wirklich hilft. Das verändert einfach das Image von Hanf. Und wie gefährlich die Leute Hanf halten, hat auch viel damit zu tun, ob sie für oder gegen die Legalisierung sind. Da gibt es ganz klare Zusammenhänge. Ja? Und von daher hilft das auf jeden Fall. Wir haben auch viele Gegner noch gegen Legalisierung in den älteren Generationen. Ja. Und gerade da ist ja Medizin ein besonderes Thema. Ne? Die sind halt mehr krank als Jüngere und kommen nicht immer mit Schulmedizin ans Ziel, suchen Alternativen. Ja. Und kriegen ja dann auch mit, dass Hanf zumindest hat zwar Nebenwirkungen, ja, manche hören halt auch auf wegen Schwindel oder so, aber viele sagen eben auch, das hat weniger krasse Nebenwirkungen als die ganzen anderen Pillen, die sie mir so verschreiben. Und ja, wenn das kein Imagewechsel ist, dann weiß ich auch nicht, ne, das hilft. Von Chemie zur Pflanze, absolut. Wenn du ab morgen das Land regieren würdest, wäre wirklich das Erste, was du verändern würdest, das Cannabisgesetz? Oder würdest du dich erst um andere Dinge kümmern, wo du sagst, das ist auch so ein Thema, mit dem ich nicht so ganz einverstanden bin? Also ich werde erstmal einen Teilzeitjob für Bundeskanzler einführen und mir das vielleicht teilen mit irgendwem. Ja, ich will den Job nicht haben. Also das ist ja, da ist deine Persönlichkeit weg. Ja, dann bist du einfach nur noch irgendwie Kanzler und nichts anderes mehr. Und nee, komm, ein bisschen Freizeit muss auch schon mal sein. Das ist irgendwas Spezielles für spezielle Leute, ich weiß auch nicht. Jedenfalls, vielleicht würde ich schon eher mal ein paar Entscheidungen treffen Richtung Klimawandel und so. Ja. Ne? Also ich meine, ich sehe schon auch, dass wir noch größere Probleme haben gesellschaftlich als jetzt Cannabis-Legalisierung. Aber es wäre schon ziemlich weit vorne dabei, sag ich mal so. Ja. Würde auch Sinn ergeben. Ich sehe auch nicht, warum man das nicht gleichzeitig machen soll. Ja, das sagen ja immer viele so, von wegen, sind die bescheuert, gibt wichtigere Probleme und so. Ja klar, aber das heißt ja nicht, dass man nicht trotzdem angeht. Kann alles in die Wege leiten, das stimmt. Welchen Antrag der vier Parteien, die Gras zumindest entkriminalisieren wollen, und unterstützt du am meisten? Dann sagst du, ich bin eher auf der Seite von der FDP oder eher auf der Seite von den Grünen. Also das ist im Prinzip wurscht. Wir haben den Hanfverband ja gegründet, um überparteilich zu agieren. Das war ja der Sinn der Sache, aus den Grünen rauszugehen und zu sagen, die Grünen alleine reicht nicht, die werden nie irgendwie eine absolute Mehrheit haben. Wir brauchen andere Parteien im Boot und wir brauchen überparteiliche Lobby dafür. Mhm. Wir kriegen auch die FAQ, ne? Warum gründet ihr nicht eine Hanfpartei oder so? Ja, auch die will keine 50% kriegen. Ne? Wir müssen sowieso andere überzeugen und wir brauchen überparteilichen Lobbyverband. Und das machen wir halt. Ne? Wenn einer Partei gründen will, kann er das ja machen. Ja. Ich glaube, das, was wir da hier machen, brauchen wir auch und da bleibe ich bei. Was war jetzt die Frage noch? Welchen Antrag du am meisten unterstützen würdest? Ja, genau. Ne? Welche Partei, was gefällt mir da am besten? Ja. Zumindest Linke und Grüne sind da ungefähr auf Augenhöhe, würde ich sagen. Wir betrachten bei unseren Wahlanalysen ja immer einerseits die Wahlprogramme selbst, dann die Antworten auf unsere Wahlprüfsteine, aber auch, was hat die Partei so gemacht in der letzten Legislaturperiode. Muss man nochmal gucken, da ist von Bundesland zu Bundesland zum Beispiel total unterschiedlich. Ja, da hast du mal total aktive Grüne und mal hast du Versager, und bei den Linken genauso. Ja. Da muss man genau gucken, über was für eine Wahl man da jetzt redet. Aber die haben auf jeden Fall auf Bundesebene beide gute Arbeit gemacht in den letzten 4 Jahren, beide viele Anträge eingebracht im Bundestag, das Thema am Laufen gehalten, ne? Engagierte Leute da gehabt mit Mofassat und Kappert Gonter, das ist schon solide. Bei der FDP merkt man schon, da ist die jüngste Partei im Boot mit Legalize-Beschluss, die anderen haben noch etliche Jahre Vorsprung, auch ne, was Leute angeht, die sich in der Partei damit befassen und eben die Detailtiefe, ne, bis zum Cannabiskontrollgesetz, was ja also ein riesiges Werk ist. Ja. Das ist ja eine Bedeutung kaum zu überschätzen als Argument, als Diskussionsgrundlage mit allen möglichen Details. So weit ist die FDP noch nicht. Ne? Und
jetzt gerade der letzte Antrag hat halt auch gezeigt, die setzen da völlig andere Maßstäbe, ne? Wo die Grünen sagen Biogras, sagen die halt, ja, chemisches THC, synthetisches THC müssen wir auch gleich mit regeln, ne? Und gentechnisch so verändert sollten wir auch zulassen und so. Ja. Okay, es hat Geschmackssache am Ende. Ne? Ja. Ich habe, was Parteienpräferenz angeht, meine persönliche private Meinung, die jeder haben sollte. Ne? Und wir sagen auch immer, Drogenpolitik, Cannabispolitik ist nicht das einzig Ausschlaggebende bei einer Wahl für deine Entscheidung. Du sollst natürlich auch die anderen Bereiche betrachten, aber das ist halt eins der Themen. Ne? Und ja, dann kannst du, wenn man sagt, okay, das passt schon mit Grünen und Linken, meinetwegen auch FDP, das ist zumindest, ne, auch offiziell eine Legalize-Partei, SPD, okay, naja, grenzwertig. Aber wenn ihr sagt, okay, alles andere ist für mich unwählbar, nur die SPD ist jetzt unbedingt das, was ich für Hals bringen halte, ja, dann macht das halt. Ne? Aber sagt der SPD mit einer E-Mail von wegen, ja gut, ich hab euch mal nochmal gewählt, ne, wegen anderer Themen, aber ich will, dass ihr Cannabis legalisiert, verdammt. Das macht unheimlich viel aus. Und was ich privat für eine Meinung da sonst habe, na gut, mit meiner grünen Vergangenheit ist es nicht schwer zu erraten. Und ich habe schon gesagt, Klimawandel ist ein wesentliches Thema. Ne? Ja. Wir sind dabei, unsere Grundlagen hier zu zerstören. So, so was soll halt jeder selber gucken, was er da ansonsten noch für Prioritäten hat. Ja. Ja. Wie sieht ein normaler Arbeitstag bei dir aus? Du fährst ins Office, ja, von wann bis wann? Ja, im Moment Homeoffice ohne Ende, ja, seit Corona. Das ist natürlich ein ganz anderer Film als vorher. Viel weniger persönlicher Kontakt, sowohl zu Kollegen als auch zu allen möglichen anderen Leuten. Ja. Selbst Interviews und Konferenzen, ne, finden online statt und so. Aber es gibt auch gar keinen typischen Arbeitstag. Mein Donnerstag ist noch der typischste, den nehme ich mir immer, mich immer zu Hause, ja, auch vor Corona, und konzentriere mich voll auf News-Recherche. Und die News sind im Prinzip eher so ein Nebenbei-Produkt. Ja, also ja. Die Leute denken immer, wir sind in erster Linie YouTube-Kanalbetreiber, aber wir sind in erster Linie eine NGO für Cannabis-Legalisierung und haben nebenbei einen YouTube-Kanal. Ne? Entsprechend setzen wir da auch die Gewichtung. Ja. Und diese ganze Recherche, die ich da mache, die habe ich auch 15 Jahre vor den News gemacht, jede Woche, ne? Und regelmäßig und forever. Ich glaube, dass niemand sonst so gemacht hat wie ich, ja, in Deutschland die letzten 20 Jahre. Und da geht es einfach nur darum, okay, wenn ich mir das sowieso alles reinziehe, ja, dann ist es ganz gut, wenn ich am Ende des Tages mal einen Hahn aufdrehe, ne, und meine Top-Themen da irgendwie mal rauslasse, irgendwie und andere dann teilhaben lasse. Ich habe am Anfang vielleicht so mit 2000 Zuschauern gerechnet oder so. Ne, für Leute, die das wirklich interessiert, ist das vielleicht ein netter Service. Ja, mittlerweile ist die Reichweite viel größer. Und das ist halt ein typischer Arbeitstag. Ne, alles andere, im Moment mache ich viel Texte für unsere Bundestagswahlkampagne, ne, dass ich da so Feinschliff noch gucke irgendwie. Irgendwelche Formulierungen dann nochmal nachliefer oder so. Oder ich schreibe mal einen ganzen Tag oder einen halben Tag an der Stellungnahme für den Bundestag oder so halt. Ne? Und ja, früher natürlich auch die eine oder andere Reise zu einer Konferenz oder Anhörung, ja, oder so. Ganz unterschiedlich. Also Prio 1 hat es bei euch nicht oder haben nicht die DHV-News? Nein. Ich meine, ist natürlich ein erheblicher Brocken so, ne, auf, ja, Dauer. Über ein Fünftel meiner Arbeitszeit ist auch nicht wenig. Ja. Und dann eben noch Videoproduktion dabei und so. Aber nee, das ist nicht das Hauptding. Okay. Das ist ein Baustein von vielen, in dem Fall Öffentlichkeitsarbeit im Wesentlichen. Das war Teil 1 des Videos mit Georg Wurt vom DHV. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und habt genauso viel mitgenommen wie ich bei einer Top-Location in einem wunderschönen Hot Tub. Wenn ihr euch Produkte kaufen möchtet, vor allem den Grinder eben bei uns im Shop, findet ihr den Link unten in der Videobeschreibung. Mit dem Code UL15 bekommt ihr 15% Rabatt auf diesen. Bleibt gesund, bis bald, lasst gerne noch ein Abo da, kommentieren nicht vergessen. Stay safe, euer Ulfi.